Name your game. Und wer haust hier? Da ist doch Teddy. Oh nein, wir werden bedroht. Zelda, tu uns nix. Aua. Er verneint es. Heißt das, ihm geht's nicht gut oder ihm geht's nicht schlecht? Wir werden hier instruiert. Wir brauchen eine Zielscheibe, um mit der Bahn zum Leuchtturm zu fahren. Ja, nichts leichter als das. Ah, jetzt hilft uns der. Hier hast du dein Ding. Muss ich das jetzt selber tragen? Das ist schon ein bisschen frech. Hallo, Zelda. Ist irgendwie hängen geblieben. Und kommt in diesem Moment nach. Hier müsste es irgendwas geben. Oh, nice. War es das schon? Nee, das war nur ein Erfolg. Hat der keinen Puls oder was? Ich bin noch auf dem falschen Weg, glaube ich. Ah, nee, hier geht's rauf. Easy. Oder doch nicht? Versuch's doch wenigstens mal. Will er nicht. Ich glaube, wir brauchen noch einen anderen Stein. Mach mich ja schon auf den Weg. Hier sind wir nicht richtig. Ich glaube, wir müssen schon dorthin. Des Rätsels Lösung liegt hier. Ah, hier geht's auch noch durch. Mein Gott. Hier nicht? Sag mir das doch einer. Komm mal mit, dann gehen wir hier rein. Schöne Landschaft. Das hat die Frage. Ich glaube, das reicht nicht, aber ich habe schon eine Idee. Man könnte ja hier rüber schießen. Komm, Zelda. Das wird nicht reichen. Ja, genau. Dann beamt uns Scotty hoch. Wo ist denn mein Freund? Komm mit. Hilfst du mir auch mal? Oder willst du nur blöd rumstehen? Ja, okay. Der
wüsste schon, was läuft. Können wir jetzt mal drehen? Alright, komm. Genau so muss das. Ja, reicht schon, komm. Zack. Oh shit. Ich dachte schon, ich bin tot. Aber ich bin nur getrennt. Was? Bin ich denn jetzt schon wieder? Ich muss hier rüber und dann direkt spielen. Ja, sag das doch einer. Die Zwischensequenz war noch nicht vorbei. Oh. Jetzt aber. Sehr gut. Dieser Baum oder diese Pflanze mag ich sehr. Oh, fast runtergefallen. Bin mir sicher, dass das noch passieren wird. So, ich verschieb das mal. Jetzt wird hier drauf geschossen. Ach, so schnell müssen wir auch noch sein. Jetzt müssen wir dort drüber. Aber im Eilschritt. Und nochmal. Sehr, sehr nice. Hier vorsichtig runter. Es gibt ja so ein relativ neues Game. Das heißt Only Up. Das erinnert mich ein bisschen hier, diese Sequenz an das. Wobei man hier ja up and down geht, aber es ist auch über den Wolken. Gleich einmal rüber. Sehr gut. Muss ich das wahrscheinlich noch machen. Sehr gut. Und nochmal oben. Und da haben wir es. Jetzt muss es sich nochmal drehen. Damit ich überhaupt drauf kann. Und zwar so. Oder auch nicht. Schön. Boah, das ist so ein gefährliches Unterfangen. Digga. So, erstmal und Pfeil hin. Dann hier oben. Dann wieder und. Warum gehst du nicht darauf? Jetzt müssen wir es zurückprobieren. Ah, sehr gut. Jetzt können wir gleich oben weitermachen. Gehen hier weg. Gehen an dieser Stelle rauf. Hoffentlich gibt es hier einen Long Jump. Jawohl, perfekt. So.
erstmal unten die Plattform besorgen. Sehr gut. Danach oben das Pendel holen. Das war ein bisschen falsch. Ich meinte oben das Pendel. Aber vielleicht geht's so irgendwie. Boah, das war gefährlich. Jetzt müsste es gehen. Sehr schön. Dann wieder oben. Das ist gut. Dann erneut oben. Sehr schön gemacht. Und nochmal oben. Perfekt. Sehr schön. Da haben wir es doch. Dann vermutlich unten. Ach so, das muss man auch noch richtig timen. Da muss das Timing aber zu 100% stimmen. Ja, sehr schön. Och. Ich glaube, da kann ich nur runter. Ja, er rutscht. Sehr gut. Das war ein Wal? So ein Blauwal oder ein Pottwal, der fliegt? Ich dachte anfangs, ich hätte nicht richtig gesehen. Aber das hat schon gestimmt. Ah, jetzt kommen die Pflanzen. Denen müssen wir ausweichen. Geht hier alles in die Luft. Hier nochmal hoch. Boah. Das war gut. Und er sprintet. Aber da erblickt er was? Einen fliegenden Kirchenturm, der die Brücke zum Einstürzen bringt. Hilfe, Zelda. Was machen wir denn jetzt? Jump! Wow. Nice catch, bro. Nein! Und der Wal entpuppt sich als wahrer Lebensretter. Wir landen auf dem fliegenden Wal. Wow, faszinierend. Und Zelda nimmt sich kurzerhand die Schaukel. Ich glaube, das hier ist eine Falle. Da werden wir nicht durchgehen, aber vielleicht mal hier reingucken. Das sind die Schnaufgeräusche des Wales. Was geschieht hier? Der bringt uns irgendwo hin, habe ich so die Vermutung.
Da dampft's schon. Da werden wir an einer Himmelstreppe abgeladen. Das ist die heilige Jungfrau. Oh shit. Das ist wahrscheinlich zu wenig, ne? Ja. Zu wenig Boost. Kann ich dieses Zeugs einsammeln? Wir gehen mal rüber. Boah, das klappt sogar. Wir gucken uns hier um. Es ist gefährlich hier. Nee, da will ich nicht heruntergehen. Ah, okay. Das hier oben sieht doch aus wie etwas, das man abknallen müsste. Also wie eine Zielscheibe. Und da öffnet sich auch was. Sehr schön. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist ein anderes. Und zwar, dass es hier kein viertes Wagenrad gibt. Und das Rad werden wir jetzt holen. Das habe ich vorhin schon gesehen. Das ist das hier. Ich muss das unserem Freund zuwerfen. Komm, mach dich mal rüber. Ah, werfen muss ich das mit A, glaube ich. Boah. Oh shit. Ich wäre fast tot gewesen. Oh, das geht schief. Ich sehe schon, dass das schief geht. Komm, Kfz-Mechaniker. Schieb den Wagen an. Hallo, kommen Sie auch? Okay, alleine. Das ist schon mal gut. Nimmt Schwung auf und zerstört diese Koppel. Und da füllt sich das mit Lebensenergie. Jawohl. Was ist das jetzt? Gibt das Boost? Komm, ich probier's einfach. Ja, das gibt Boost. Perfekt. Komm doch auch. Geh erstmal hier rauf. Ihr seht's. Versteckt im Baumwipfel und wenn solche Glühwürmchen sind, ja, macht das eh schon. Dann heißt das, bitte hier rangehen. Da fällt ein Würfelstück runter. Das nehmen wir wieder für dasselbe Rätsel, das hier an dieser Stelle auch mehrfach vorkommt. Lass mal schieben. Und das Tor zum Himmel öffnet sich. Es ist schon weit genug offen, anscheinend. Ja, dann lass mal rübergehen. Das klingt böse. Oh, das ist Sarzenia. Gut. Diese Dinger wollen uns killen und sie uns auch, wenn wir zu nahe kommen. Dann droppen die solche Dinger.
Das war nicht gut. Die müssen wir hier anwerfen. Das ist schwierig. Da hatte ich beim ersten Mal mega lange gebraucht. Man muss hier wahnsinnig geduldig sein. So, nimm das mal auf. Jetzt hat die Deckung offen und dann kann man sie abknallen. Oh shit, kommt das Zeug schon wieder. Ja, genau. Von allen Richtungen. What the f... Nicht erwischen lassen. Nimm es doch auf. Oh shit. Zu spät aufgenommen und was passiert? Man ist direkt tot.